Guten Morgen. Nach ein paar Tagen sage ich Joggingpause, Vloggingpause, bin ich wieder da. Habe ich gebraucht. Wisst ja, wenn viel los ist, muss man Prioritäten setzen. Heute ist bei mir Wochenwechsel, also ab heute fängt 36 plus 0 an, also 37. Schwangerschaftswoche. Und wenn diese komplette Woche bis nächsten Dienstag rum ist, dann ist ja offiziell keine Frühgeburt mehr. Und dann kann ich, oh Mann, mich auch voll beruhigen. Ich meine, es ist nicht so schlimm, auch wenn er jetzt kommen würde. Eine Woche ist, glaube ich, jetzt nicht so für die Entwicklung so schlimm. Man weiß es aber nie. Und deswegen, ja, hoffe ich, dass er noch mindestens 7 Tage drin bleibt. Ich habe extreme Wassereinlagerungen bekommen im Gesicht. Das seht ihr auch. Ich habe also mein Bauch ist nochmal richtig groß geworden. Ich habe keine Dehnungsstreifen am Bauch. Ich bin auch voll glücklich darüber, weil ich sagte ja immer, mein Bauch war mein Körperteil, was mir meinem ganzen Körper am besten gefallen hat. Aber leider habe ich extreme Dehnungsstreifen in den letzten 1,5 Wochen an meiner Brust bekommen. Also meine Brust ist förmlich zerrissen. Ich krieg's nicht hin, ich habe alles schon draufgeschmiert. Das läuft dann wahrscheinlich auf eine kosmetische Behandlung hin mit Laser oder so, weil ja, ich weiß nicht. Ich meine, ich habe jetzt nicht so Ausschnitt, aber alleine wenn ich so mache und wenn man genau hinsieht, sieht man große Risse, die gerade hier hoch zum Dekolleté wandern. Nein. Naja. Egal. Wozu gibt's Laser? Man hat mir schon versprochen, er informiert sich. Weil ich finde es halt, ich kann das nicht überschminken und ich hätte da auch keine Lust, jeden Tag zu schminken. Und ich mag das nicht. Ja, weil wenn es so Streifen gewesen wären wie an meiner Hüfte, weil ich habe Hüftestreifen von, als ich übergewichtig war, ich habe die, glaube ich, mit 14 bekommen. Mit 13, 14. Genau, da bin ich so schnell gewachsen. Also erstens voll schnell in die Höhe gewachsen und auch noch ein bisschen Pubertät und so, auch in die Breite weiblicher geworden und so. Und damals ging das aber nicht so schnell. Ich hatte das Gefühl, damals sind die über ein halbes Jahr entstanden und die sind auch so weiß und ausgeblichen. Also die jucken mich nicht. Aber die hier sind so fresh und so rosa und das nervt. Egal. Ansonsten habe ich regelmäßige Senkvenen, die so extrem sind, dass ich nicht mehr atmen kann. Aber alles im grünen Bereich. Ich habe im Internet geguckt, ich habe meine Ärztin gefragt. Sie hat gemeint, das ist vollkommen normal, dass manche Senkvenen so stark sind, dass man erstmal so durchatmen muss. Richtig durchatmen muss. Und ich komme mir echt vor wie so eine Lokomotive, so manchmal so ich. Und was ich halt für mich jetzt auch gemerkt habe, langes Sitzen tut mir nicht gut. Ich muss immer in Bewegung bleiben, auch wenn mir schwindelig ist oder so. Deswegen war ich froh, dass meine Mutter letzte Woche komplett bei mir war zu Hause, weil da habe ich mich halt auch eher getraut, mit ihr rauszugehen, mal für 4, 5 Stunden. Wir waren die ganze Zeit unterwegs. Ich habe dadurch noch besser geschlafen. Ich habe gemerkt, der Kleine war tagsüber wach und hat nachts irgendwie gepennt. Ich glaube, es ist auch für die Geburt sehr gut, wenn man viel spazieren geht. Nur gestern war ich da, also Mama ist halt wieder weg. Und gestern war ich halt alleine und bin hier nur kurz um die Ecke gegangen und dann habe ich auch schon Sterne gesehen. Ich bin nicht mal 5 Minuten gelaufen, bin dann wieder zurückgegangen und ja, hat mir auch gut getan, waren nur 5 Minuten, aber ja, ich glaube, ich muss das in Begleitung machen. Also entweder, wenn Hatham abends kommt, dass wir spazieren gehen. Zum Glück bleibt es auch mittlerweile länger hell. Oder wenn meine Mama demnächst mal wiederkommt, weil die kommt wieder. Ich habe auch ehrlich gesagt in den Kommentaren nicht verstanden, warum sich viele beschwert haben, warum meine Mutter nach Hause kommt und mir hilft. I don't know why this should be your business. Aber ich glaube, ihr habt einfach zu viel Zeit oder diejenigen unter euch, die sich darüber aufregen, meine Güte. It's my mommy und es wird immer meine Mami bleiben. Und ich bin glücklich, dass sie so ist, wie sie ist, weil ich werde eines Tages nicht eine andere Mutter sein für mein Kind. Ja, genau, was so könnte ich euch noch sagen? Mein Bauch wird halt regelmäßig hart, nur es ist jetzt nicht so, dass ich sage, alle halbe Stunde, alle 10 Minuten, das ist so völlig verteilt über den Tag. Ich merke nur, dass sich etwas tut. Mein Bauch, oh, Hethems Wecker klingelt. Mein Bauch senkt sich immer weiterhin, aber die Hebamme meinte, es ist noch nicht so weit unten vom Äußeren, wie es sein sollte. Also kann gut sein, dass er noch 2 Wochen drin bleibt, hoffentlich, oder länger. Was ich nicht hoffe, weil so langsam kann ich nicht mehr viel essen. Meine ganze Ernährung habe ich jetzt umgestellt auf Suppen, Salate und Obst und Gemüse, weil ich habe ja auch letzte Woche nicht so viel gevloggt, hatte auch seine Gründe, gesundheitliche Gründe, weil ich kann nicht mehr so richtig Festes essen. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass der Kleine immer größer wird.
Viele Mütter hatten mir auch gesagt, das kommt dann auch am Ende, das ist vollkommen normal im letzten Monat, deswegen mache ich mir da auch keine Sorgen. Meine Mutter hat mir halt eher so Eintöpfe gekocht mit Fleisch und Gemüse, das sättigt auch, oder so ein bisschen Reis drinnen oder Suppen und Salat, halt nicht nur grüner Salat, sondern dann hat sie mir Lachs reingehauen, also alles, ja. Und ich habe gemerkt, seitdem ich das esse, ist mir auch nicht mehr schlecht, weil ich habe seit 2 Wochen wieder Übelkeit wie damals im 2. Monat. Und jetzt funktioniert es richtig gut. Ich habe mir jetzt auch schon meinen Kamillentee gemacht und Fencheltee habe ich jetzt auch gemacht. Gleich trinke ich meinen Kaffee und werde ganz normal frühstücken. Ich weiß noch nicht was, wahrscheinlich Äpfel oder Erdbeeren oder so, keine Ahnung. Und ja, was soll ich denn euch noch erzählen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich nehme euch einfach über den Tag verteilt mit. Und meine Nägel muss ich jetzt schon wieder kürzen gehen. Die war mal eine schön kurz, aber schon wieder lang geworden. Ich muss aber gucken, wen ich mitnehme zum Studio, damit mir nicht wieder schlecht wird. Ja, weil runterfallen selber kann ich nicht. Ich habe es versucht. Die Sandpfeile ist nicht so stark. Und ich kaufe mir eine Sandpfeile. Ich weiß noch nicht, ob ich später in die Stadt gehe, wahrscheinlich. Für viele, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, ich habe meinen Kinderwagen bekommen. Welcher Kinderwagen das ist und so, das werde ich euch mal zeigen. Also auf meinem Hauptkanal. Da werde ich ein Video machen, wenn ich die Kraft habe. Mache ich aber auf jeden Fall. Und ja, ich genieße es momentan, das schöne Wetter. Es ist gerade heute auch voll sonnig. Und wir lassen den Tag ganz normal starten, hier um 9.20 Uhr gemeinsam. Und dann sage ich bis später. Es ist mittlerweile 2. Ich habe in der Zwischenzeit so Bürokram erledigt, das, was noch liegen geblieben ist, und ein paar Termine noch gemacht. Dinge, die man so aufgeschoben hat. Und geschminkt habe ich mich auch ein bisschen. Später mache ich auch noch roten Lippenstift, weil ich treffe mich mit den Damen vom Geburtsvorbereitungskurs in einem Café. Mal gucken, ob man miteinander kommunizieren kann, auch außerhalb von so einem Kurs. Werde ich ja sehen. Wenn es Spaß macht, gehe ich wieder hin. Wenn nicht, dann halt nimmer. Und ja, was wollte ich gerade eben sagen? Oh, ich habe die Bilder vom Schwangerschaftsshooting bekommen, beziehungsweise ich sollte gestern ein paar auswählen. Ich habe so 18 ausgewählt und es war so schwer. Die waren alle so schön. Und ich habe mir auch schon das ausgesucht, was ich dann veröffentlichen will, weil viele sind halt privat für uns, aber eins oder zwei will ich vielleicht veröffentlichen. Und ich freue mich auf jeden Fall und werde jetzt ein bisschen entspannen, weil ich heute schon 3-mal richtige Wehen hatte. Beginnt bei mir immer im Rücken so richtig und dann strahlt das halt so in verschiedenste Richtungen. Also es war jetzt keine Senkwehe, sondern so eine richtige, aber im Abstand von einmal in die Stunde, deswegen geht das. Keine Panik oder sowas. Aber Wehen beginnen so langsam bei mir. Wahrscheinlich trainiert mein Körper. Aber das ist halt immer so, woran ich halt erkenne, dass es eine richtige Wehe ist. Es fängt halt so langsam an in meinem Rücken, zieht sich, fühlt sich an, als würde mein Drücken durchbrechen bis zum bestimmten Höhepunkt. Und dann muss ich immer so machen, so. Und dann geht das irgendwie aber nach so 30 Sekunden bis eine Minute weg und dann ist mein Rückenschmerz verschwunden. Das ist voll komisch, dasselbe mit meinem Bauch, also es sind Wehen. Das ist so aktuell noch von mir. Dann habe ich mein Video vor ein weiteres geschnitten und vorbereitet für die Zeit, falls das Kind jetzt kommt. Und mein Laptop-Ladekabel ist leider kaputt gegangen, es lädt einfach nicht mehr. Wir haben getestet, ob es an meinem Laptop liegt, aber das Ladekabel von meinem Mann, und er hat auch den gleichen Geschäftslaptop, funktioniert jetzt voll Mist, weil ich habe mir den Laptop im Juli 2014 geholt und das Laptop-Ladekabel ist jetzt schon kaputt. Es lädt einfach nicht mehr. Egal, jetzt muss ich gucken. Ich muss meinen Mann nochmal daran erinnern, dass er mir entweder von Amazon, dass er mit zum Saturn geht oder ich von Amazon Prime das ganz schnell bestelle, weil ohne Laptop kann ich halt nicht arbeiten. Dann habe ich noch ein Get Ready With Me gedreht gehabt, vor 2-3 Tagen, glaube ich, was ich auch vorbereitet habe. Und wenn am Wochenende die Sonne so scheint, weil ich habe vor einen Wetterbericht geguckt, werde ich euch mein Kinderwagen-Video doch am Wochenende machen. Wo Sammys Geburtstag ja am Wochenende ist. Aber ich habe ja schon mein Geschenk für ihn. Ich habe auch schon ich habe 2 Sachen für ihn bestellt. Das eine ist bei mir schon zu Hause, das eine ist gerade in Arbeit. Und das hole ich dann am Samstag ab. Ich kriege am Samstag auch Besuch von einer Bekannten. Also wird ein voller Samstag, deswegen denke ich, drehe ich das Video wahrscheinlich am Sonntag. Mein Vater hat behauptet, der Frühling kommt ab Donnerstag. Wobei meine Mutter gerade eben geschrieben hat, in Stuttgart schneit's. Man weiß es nicht. Ja.
Und jetzt ruhe ich mich ein bisschen aus, schaue einen Vlog an und ziehe mich an, gehe draußen eine kleine Runde spazieren, packe mich gut ein, weil Stuttgart hat es geschneit und man merkt es hier, ist auch voll doof, also keine Sonne mehr und es ist richtig kalt geworden. Und dann gehe ich zum DM, kaufe noch ein paar Sachen ein, müsste eigentlich noch zur Post und Versandtaschen kaufen, weil das, was ich abschicken will, konnte ich nicht abschicken, weil ich keine großen Briefe mehr hatte. Und ich muss ja eh noch ein paar Sachen von der Post abholen, deswegen überlege ich, ob ich das gleich auch mache. Ich war in der Zwischenzeit bei der Post und habe ein paar Sachen erledigt, aber mir geht es heute nicht so gut, deswegen wird der Vlog heute auch nicht so spektakulär. Jetzt habe ich irgendwie nur Lust auf Blätterteig mit Apfel und gehackten Mandeln drüber im Ofen. Das mache ich jetzt. Ich hatte noch so Blätterteig in der Gefriertruhe. Und ja, ich habe den ganzen Tag Wehen und bewege mich nicht viel. Bis auf das, was ich vorhin gemacht habe. Und ja, deswegen muss es einen kleinen Break jetzt für mich geben. Richtig langweilig, ich weiß, gell. Aber that's my life. So, ich habe gerade einfach zwei Äpfel mit etwas Butter, gehackten Mandeln und etwas Zucker angebraten und jetzt auf den Blätterteig getan. Das schiebe ich jetzt einfach in den Ofen. Mal gespannt, ob das überhaupt was wird. Normalerweise passt Zimt dazu, aber der Zimt wehenfördernd ist. Mache ich das heute mal nicht. So, habe jetzt die Spülmaschine auch zum Laufen gebracht. Und jetzt mache ich mir ein paar Salzkartoffeln, die ich hier einfach in den Topf getan habe. Und wir hatten uns letztes Mal Wolfbarschfilet gekauft. Ich habe noch nie mal den Wolfbarsch gegessen. Ich esse immer nur Zander, Kabeljau, Lachs, sowas. Ja, oder Forelle, sowas. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier schmecken wird. Keine Ahnung. Ich tue das jetzt einfach in Alufolie mit Zitrone und ein paar Zwiebeln vielleicht. Ein bisschen Dill oder so. Und dann ab in den Ofen, weil heute habe ich keine Lust, so viel zu kochen, sondern eher Dinge, die in den Ofen kommen. Ja, ich habe schon angefangen, mein Food Preparing Essen aufzubrauchen. Heute Suppe davon, gestern Suppe davon und Quinoa-Salat. Und ich dachte mir, nein, nein, nein. Das ist wirklich nur Notfallessen, wenn das Kind da ist. Deswegen muss man wieder aufraffen, ein bisschen zu kochen. So, ich habe jetzt doch Zwiebeln und was habe ich reingemacht? Tomaten und Paprika. Und so Zitronensalz habe ich reingemacht und Wolfsbarsch. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich habe schon lange keinen Chiasamen mehr gegessen. Wird auch mal wieder Zeit für ein paar mehr Vitamine. Und jetzt bereite ich sie in so eine Schüssel vor, tue das rein und mische sie mit so Reisdrink. Und dann können sie über Nacht ziehen. Und dann kann ich sie morgen nämlich zu meinem Müsli dazu tun. Oder ich mache eine Chia Bowl. Oh, das wäre auch lecker. Habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Yes, weil ich habe so eine riesige Chiasamen-Dose. Wie heißt das? Flasche. Wird mal wieder Zeit. So, ich sitze gerade in seinem Zimmer und chill hier eine Runde und esse gerade meine Tarte. Die ist eigentlich ganz gut geworden. Ich muss sehr ehrlich sagen, ich habe so ein Stück Butter genommen, einfach einen Topf, zwei Boskop, wie heißen die, Äpfel in so Scheiben geschnitten, drei Esslöffel, nicht so gehäuft, also drei normale Esslöffel Zucker und eine ganze Packung so 100 Gramm gehackte Mandeln gemischt und dann einfach auf den Blätterteig drauf und ein paar Stückchen Butter drüber in den Ofen, 220 Grad und es ging voll schnell. Und der Blätterteig ist glutenfrei, deswegen gönne ich mir das. Oh, meine Nase läuft, ich weiß nicht warum, aber jetzt werde ich es essen und chillen.